Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Spiel. Nach The Rake Hostel spielen wir nun eine weitere Map dieser The Rake-Reihe, und zwar Back to Asylum. Block 10 years ago to search the seven of friend. Okay, also ein Mann kehrt zu einer Anstalt zurück, in der er vor 10 Jahren eingeschlossen war, um das Handy eines Freunds zu finden, der von dem Rake gekillt wurde. Okay, schauen wir mal. Funktioniert das hier auch mit der... Oh, schön. Also wir müssen ein Cellphone, ein Handy finden. Bitte? Ruhe bitte. Ich muss mich konzentrieren. Oh, Blut. Das ist immer gut. Das ist immer schön. Das Licht ist in diesem Spiel auf jeden Fall besser als in Hostel. Wo man ja trotz Taschenlampe kaum was gesehen hat. Ist jetzt mal Ruhe hier. Wahrscheinlich sind hier noch ein paar so Geisteskranke hinter diesen... In diesen Zellen eingesperrt. Und die werden im Laufe des Spiels dann auf mich losgelassen. Und warum? Nur weil ich hier ein Handy suche. Kann ich da durch? Nein. Also durch nicht. Ich wollte die Tür aufmachen jetzt. Ne? Ist klar. Also da durch jetzt komme ich nicht mehr. Okay. Okay, neuer Versuch. Das ging schnell. Ich gehe jetzt andersrum. Hallo? Hör auf hier zu hämmern. Es ist nach 12 Uhr. Oh Gott, bin ich eben erschrocken. Scheiß Jumpscare. Wo liegt dieses Handy? Liegt es einfach so blöd auf dem Boden? Oder habe ich eine Chance, überhaupt das zu finden? Nicht, dass jetzt hier hinter jeder Ecke einer lauert und das hier so ein Riesengelände ist. Klick, die Klick. Ich muss auch hier wieder den linken Maus-Button die ganze Zeit gedrückt halten, damit die Taschenlampe nicht ausgeht. Was soll denn das ganze Blut hier? Ist doch blöd. Ist ja nicht euer Ernst, oder? Das sage ich auch immer. Bei solchen Spielen. Ganz genau, meine Worte. Und geht da! Hallo. Schwarzer Mann. Oh, und weg ist er. Es ist aber nicht unser Freund aus The Rake Hostel, hier der Leuchte-Googie. Das ist einfach nur ein schwarzes Ding. Da war der aus Hostel aber schöner gemodelt. Ich weiß auch gar nicht, welche der beiden Maps zuerst erschienen ist. Hallo? Immer derselbe billige Erschrecker, aber jedes Mal wirkt er. Schnauze. Ich gehe links. Ich gehe links. Nicht. Ich gehe rechts. Hier ist auch eine Sackgasse. Ja, nee. Ja, doch, hier geht's weiter. Schön. Wunderbar. Ja, gehen wir der Blutspur nach. Das ist immer die...
wollte gerade sagen, das ist immer genau das Richtige in solchen Spielen. Immer dem Blut nachgehen. Da kann man sicher sein, zumindest das, was passiert. Ob positiv, habe ich nicht gesagt. Woo! It's time to escape. I must escape from this haunted asylum. Okay. Kann ich das einsammeln? Das ist ein altes Nokia-Handy, glaube ich. Muss man den Kindern heutzutage sagen. Es war mal ein Handyhersteller, der hieß Nokia. Lange her. So, nee, mitnehmen kann ich das nicht. Muss ich jetzt einfach zum Ausgang? Mache ich einfach mal. Das ist ja mal eine geile Story. Wir suchen ein Handy. Und das Handy sagt uns, wir müssen zum Ausgang. Toll, das hätte ich auch ohne Handy gekonnt. Ist das hier der Ausgang? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich hergekommen bin und wo ich schon war und wo noch nicht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass hier alles gleich aussieht. Gleich hässlich. Rechts kommen Sackgasse, garantiert. Natürlich, das wusste ich noch. Da hat mich vorhin der schwarze Schattenmann erschreckt. Ja. Klicke die Klick. Dumm die dumm die dumm die dumm. Dumm die dumm die dumm. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. War hier der Ausgang? Nee, aber hier in der Nähe, glaube ich. Ich glaube, das war gar nicht so weit vom Ausgang entfernt. Da hinten war nichts mehr. Nee. Links, rechts, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ich bin so blöd. Ich bin zu blöd für dich, mein. Tür 1, Tür 2, Tür 3, Tür 4, Tür 5. Das ist. Ist das der Ausgang? Nee. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Yeah. Bin so gut. Bin so gut. Auch nicht. Aber jetzt, komm. Gib mir den Ausgang. Achso, was ist das? Fertig? Ich sag mal ja. Lustig, wir machen aber immer noch Taschenlampen-Klickgeräusche und wir machen noch Gehgeräusche, aber hier steht, ja. Hier ist nichts mehr. Ein hässlicher Hintergrund und der mir sagt wahrscheinlich, ich hab's geschafft. Ja, da hat mir Hostel aber irgendwie ein bisschen besser gefallen, aufgrund des Gegners auch. Hier Mr. Leuchtegugi, hier war einfach nur so ein schwarzes, doofes Vieh. Ja, gut. Unterdurchschnittlich. Aber egal, wir müssen ja alles mal spielen hier. Das ist ja mein Job, ja, auf YouTube. Euch danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüssi! What the f... Hallo. Okay, das hatten wir schon mal. Weine nicht, der Herr Dattel ist doch bei dir. Oh Gott, nee, eine Spieluhr. Hör auf. Oh, das ist auch nicht schön. Okay. Oh Gott, ist das finster.